Hör zu, Süßer. Wenn du nicht tust, was man dir sagt, stecken wir dich ins Loch. Mir nach. Willkommen im Trautenhaus. Rein mit dir. Licht aus! Und kein Mucks, ihr Arschlöcher! Sonst lernt ihr mich kennen! Mein Zuhause für die nächsten 10 Jahre. Sah scheiße aus und roch nach Pisse. Da hätte ich mir noch lieber in Europa die Kugeln um die Ohren pfeifen lassen. 3 Tage später. 3 Tage lang geschah nichts. Dann erhielt ich die Nachricht von Joey, solle einen gewissen Leo Galanti kontaktieren. Er könnte mir hier drin helfen. Ohne Freunde überlebst du hier nicht lange. Tyrannio genannte. Ich will zu Leo Galanti. Zieh Leine! Ach, der ist schon selber verschwunden. Ich suche Leo Galanti. Weißt du, wo er ist? Geh einem anderen auf den Sack. Okay. Hey, ich muss mit Leo Galanti reden. Welcher ist denn das? Hey, verpiss dich gefälligst. Ich will zu Leo Galanti. Aber mich nicht an, verdammt! Ich will zu Leo Galanti. Heute vom Hof, Weißbrot! Hey, ich muss mit Leo Galanti reden. Welcher ist denn das? Das Motto, seid nett zu Weißbrot, galt gestern. Wie viele Jahre sind denn das? Ich will zu Leo Galanti. Aber mich nicht an, verdammt! Ich suche Leo Galanti. Weißt du, wo er ist? Zieh Leine, bevor ich sauer bin. Also, wie viele Jahre sind's? Bin ich gut im Kopf rechnen? 5 Jahre und knapp 2 Monate. Ich muss mit Leo Galanti reden. Welcher ist denn das? Ach, der alte Knacker, der den ganzen Tag Schach spielt. Leo Galanti ist der Altmann, der Schach spielt. Ohne Schweiß kein Preis. Lasst euch alle nur zahlen. Den kenne ich doch. Du bist der Ithaka, der mit Barbaro bei dem Juwelier war. Wegen euch sitze ich in diesem Drecksloch. Nein, du sitzt, weil du ein bescheuertes Arschloch bist. Wisst ihr was, Jungs? Meine Ma hatte recht. Es gibt einen Gott! Und er hat dich hergeschickt, damit ich dir heimzahlen kann. Du Dreckskerl. Und zwar mit Zinsen! Gar nicht mal so schlecht. Wie wär's mit der Wette? Hier breche ich alle Knochen, Spaghetti fressen. Mist sauer. Mach schnell, was kommt denn? Nehmt den Fässerarsch auf! Du und dein Freund Kaber, ihr seid tot! Auf ihn! Das wird doch halt. Der Band hat sich nicht verhalten. Sektor! Fängt jetzt auf! Los, auseinander! Glücksball! Jetzt hast du ein wenig Zeit, darüber nachzudenken, was du getan hast. Zusperren! Na gut, O'Neill hat mir fast die Rübe abgeschlagen, aber ich hab mich gewehrt und glaubt mir, im Knast zählt das eine Menge. Zwei Tage später. 3+2. Wie lange wollen Sie ihn noch da drinnen lassen? So lange, bis er seine Lektion gelernt hat. Ach, wen interessiert das? Ist er fit genug, um zu boxen? Denk schon.
Nach der Prügelei im Hof haben ihn die Jungs nicht mehr so hart angefasst. Da ist er drin. Aufsperren. Komm in die Gänge, Skeletta. Da will dich jemand besuchen. Mein Name ist Leo Galanti. Ich habe gehört, du willst mich sprechen. Ja, einer von Clementis Jungs hat mir gesagt, sie könnten mir vielleicht weiterhelfen. Scheiß auf Clementi. Ich bin nicht für den Schutz seiner Leute hier drin zuständig. Aber ich habe gesehen, wie du den Ian O'Neill bearbeitet hast. In dir scheint was zu stecken. Komm mit, Kleiner. Alle mal herhören. Das ist Vito. Er gehört jetzt zu uns. Pepe hier hat einen wichtigen Kampf vor sich. Gegen O'Neill. Er braucht einen Sparringpartner. Und nach dem, was ich im Hof gesehen habe, bist du der richtige Mann für den Job. Du hilfst uns ein bisschen, Junge. Und als Gegenleistung stehst du ab jetzt unter meinem Schutz. Wer weiß, vielleicht lernst du ja auch das ein oder andere dabei. So ein Angebot kann ich kaum ausschlagen. Ich mache keine Angebote. Okay, Männer, dann gehen wir die Sache mal an. Okay, heute arbeiten wir mal an deinem Konterschlag. Vito, verpass Pepe ein paar Schläge. Versuch, sein Riesenkind zu zertrümmern. Pepe, du weichst dem Schlag so aus, wie ich es dir gezeigt habe. Nutz den Schwung und schlag dann zurück. Also, dann leg mal los, Jungs. Schwung, Pepe. Zieh dein Riesenkinn ein, verdammt. Pepe, denk an deine Beinarbeit. Eine gute Deckung ist wichtig. Jeder Schlag, den man kassiert, kann der letzte sein. Ist gut. Wow, jetzt bin ich platt. Hey, ist das hier Sparring oder Kampftraining? Wir disponieren um, Champion. Der Junge hat Feuer im Blut. Deshalb trainieren wir jetzt Konterschläge. Okay, Vito, kriegst du das nochmal hin? Das kann dir im Ring eine Menge bringen. Die meisten Typen rechnen nicht damit. Nur unser Pepe, der rechnet mit allem. Der saß. Nicht schlecht, leider. Zeig mir noch mal zwei davon. Okay, noch eine, Vito. Na also, du lernst schnell, Kleiner. Okay, Jungs, für heute reicht's. Gute Arbeit. Wie gut kennst du Clementi eigentlich? Ich bin ihm nie begegnet. Ich hatte nur mit Henry Tomasino und Luca Gorino zu tun. Unglaublich, der Schwanzlutscher Gorino lebt also immer noch. Was hattet ihr für eine Abmachung? Wir erledigen ein paar Jobs für sie und werden in der Familie aufgenommen. Für 5 Riesen. Was? Sowas ist typisch für Alberto. Er kriegt den Hals einfach nicht voll. Warum? Ist das mehr als üblich? Ja, genau 5 Riesen mehr als üblich. Man muss nichts bezahlen, um aufgenommen zu werden. Man holt dich in die Familie, sobald du bewiesen hast, dass du loyal bist, was einbringst und dass du mit dieser Art Leben, klarkommst. Jedenfalls sind das äußerst interessante Neuigkeiten. Wenn das rauskommt, werden Alberto und Luca einiges erklären müssen. Und wem? Vergiss es. Wir reden ein andermal darüber. Lernen die anderen kennen und verlassen den Trainingsbereich. Ajo.
Nein, nein, nein. Pass auf, wo du hinläufst, Wilo. Hättest du Augen statt Schlitze, hättest du mich vielleicht kommen sehen, Arschloch. Galanti, hinterhältiger weißer Teufel. Mr. Wu, schön, Sie zu sehen. Hinterhältig? Ihr habt auf euren Mann gesetzt und verloren. So läuft das nun mal in diesem Land. Dann Wu bietet dir Rückkampf an. Ich denke, das lässt sich einrichten. Hast du Lust, Vito? Gegen den Chinesen? Gib ihm den Trittleiter und schick ihn vorbei. Da hörst du es, Wu. Ihr kriegt euren Kampf, wie gewünscht. Aber diesmal keine Chop-Sui-Mätzchen, verstanden? Pass auf, diese Schlitzaugen sind flink wie Wiesel. Es bringt nichts, gleich wuchtige Schläge anzusetzen. Den weichen sie aus. Okay, was soll ich dann machen? Viele schnelle Schläge, damit er müde wird. Dann vergisst er seine Deckung und du haust voll drauf. Ab jetzt, zeig dem, was du drauf hast. Hey, kriegt Vito einen Glückskeks, wenn er euren Mann zum Frühstück verputzt hat? Fleißiger üben sollen. Ah, den Stil lege ich mir auch zu. Aha, das nicht passiert, wenn er im Stil des Tigers kämpft. Eine Woche später. 12 Tage Gefängnis. Abmarsch! Du kommst zu spät zur Arbeit. Folge der Wache. Hört mal, Mr. Galanti hat Vito heute freigegeben. Alles klar. Gewöhn dich aber nicht dran, Scaletta. Gut, komm mit, Vito. Folge Galantes. Gehen wir noch ein bisschen? So ähnlich. Wart's ab. Morgen, Junge. Morgen, Mr. Galanti. Gibt's heute kein Training? Nicht direkt. Die Schwarzen haben uns herausgefordert. Aber ich will nicht riskieren, dass Pepe vor seinem großen Kampf gegen O'Neill was abkriegt. Am besten du springst ein. Wird eine gute Übung für dich. Komm schon. Geh in die Wäscherei, bereite dich auf deinen Kampf vor. Der Kerl, gegen den du boxst, ist ein zäher Hund. Aber nicht besonders helle. Kämpft mit dem Herz, nicht mit dem Hirn. Mach ihn wütend. Dann vergisst er seine Deckung. Das ist deine Chance. Okay, los geht's. Mach mir keine Schande. Wen haben wir denn da? Dem weißen Schwuchtelpüppchen versohle ich den Hintern. Den prügel ich so durch, dass es seine Großmutter noch spürt. Eins ist klar. Ihr Bleichgurken verliert. Ja, so muss das laufen. Egal, ob er gewinnt oder verliert, das wird kein Zuckerschlecken für den Penner. Euer Weißbrot geht unter! Komm schon, Vito, leg endlich einen Gang zu! Leg los, Vito! Zeig den Rußköpfen, wer der Boss ist! Heiliger Stoßer! Der Kleine tut mir leid! Bevor der gewinnt, werd ich Präsident! Keine Panik, Vito! Du hast ihn da, wo du ihn haben willst! Eins ist klar, ihr Bleichgurken verliert. Jetzt mach ihn, Vito. Das ist deine Chance, Junge. Schick ihn auf die Bretter. Hunde, die Bären beißen nicht. Genau wie beim letzten Mal. Was, Jungs? Verdammt gut gemacht, Junge. Verdammt gut. Dein Anteil, Vito. Hast ihn dir verdient. Achtung, Wärter im Anmarsch. Was ist das hier?